Ja, super. Danke, Olli. Ja, ist vielleicht auch, ich finde das total klasse, was Olli auch gerade gesagt hat. Weil das, wir müssen uns immer eins vor Augen führen, das, was uns in den Nachrichten gezeigt wird, das, was uns in den Nachrichten für die große Wahrheit verkauft wird, das sind wirklich diese kleinen paar Prozent. Man will uns mit diesen Sachen eben halt ein Feindbild aufbauen, man will uns dort zum Beispiel die Muslime als Feindbild verkaufen, das will man schon seit dem 11. September. Ein heißes Eisen, ein heißes Thema, aber wird ja nun sehr, sehr viel auch diskutiert, weil der Kalte Krieg war zu Ende, die Sowjetunion war zusammengebrochen, also brauchte die Welt, die westliche Welt, die braucht ein neues Feindbild und da kamen eben halt die Muslime dann dazu. Und ich möchte einen Schritt weitergehen als das, was Olli gerade gesagt hat. Es ist nicht nur, dass die Menschen sich verteidigen. Dafür habe ich irgendwo auch ein gewisses Grundverständnis, dass die Menschen sich natürlich auch irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt auch wehren müssen. Aber wenn man weiß, zum Beispiel Osama bin Laden, was er vorher gemacht hat, bevor man ihn für diese großen Terroranschläge verantwortlich gemacht hat. Googelt einfach mal, nutzt mal das Medium, was wir zur Verfügung haben, nutzt mal das Internet und googelt mal. Vielleicht kommt ihr drauf, auf CIA und solche Sachen. Und vielleicht auch, was jetzt mit den ISIS-Kriegern abläuft, auch wieder die Muslime, die nach vorne geschoben werden. Auch da vielleicht, googelt mal und nimmt nicht die erstbeste Quelle, googelt mehrere Quellen und schaut einfach mal und vielleicht kommt ihr auch da wieder drauf, wessen geistigen Kinder die Menschen, diese Krieger, diese ISIS-Krieger sind. Und es sind dann noch nicht mal die Kleinen, ich sag mal, die jetzt einfach loslaufen und da rumballern, weil es denen vielleicht sogar Spaß macht. Ich habe ein paar Videos gesehen, dass sogar auch Deutsche wohl auch rübergehen. Und dort zu kämpfen, einfach weil sie Spaß am Kämpfen haben, das kann ich wieder nicht verstehen. Aber die Oberen, die sind gesteuert und es ist gewollt. Und es ist gewollt, dass wir alle hier in Chaos ausbrechen und dass wir ein Feindbild haben. Und wenn es dann irgendwann wieder heißt, und darauf bereitet uns ja Gauck ja schon etwas länger vor, Deutschland muss sich wieder mehr im Ausland militärisch zur Wehr setzen oder einsetzen, damit wir dann auch die Bereitschaft haben, damit das Volk dann auch dahinter steht und sagt, ja, ist klar, natürlich, wir sehen ja, mit den Muslimen ist ganz schlimm und das ist ganz schlimm und das ist ganz schlimm, der Russe ist ganz schlimm. Und damit wir einverstanden sind mit irgendwelchen kriegerischen Handlungen. Denn dieses Einverständnis brauchen sie, weil wenn wir alle aufstehen, wenn 80 Millionen Menschen aufstehen und sagen, hier wird kein Krieg gemacht, ja, was wollen sie machen? Und deswegen ist es einfach auch wichtig, sich zu informieren, nachzuschauen, zu gucken, zu recherchieren, was denn wirklich hinter diesen Nachrichten steckt. Zum einen sollen wir uns nach den Nachrichten richten und auf der anderen Seite wird es auch nachgerichtet. Ich weiß nicht, ist jetzt 2 Tage oder 3 Tage her, so ganz beiläufig mal kurz so einen kleinen Ausschnitt aus der Tagesschau halt mitbekommen und dann hörte ich, russische Panzer werden in der Ukraine reingefahren. Das glaube ich jetzt nicht. Und dann so im Nachgang wurde dann so ganz stickum, so ein bisschen beiläufig, wurde dann halt mitgeteilt, dass also der ukrainische Verteidigungsminister wohl gesagt hat, dass das wohl nicht wahr ist. Aber erstmal wird es erzählt, erstmal wird es gesagt. Und man will uns da auf etwas vorbereiten. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir uns vorbereiten, dass wir uns mental vorbereiten, dass wir uns alle vernetzen. Und dass wir uns auch informieren, wenn wir Informationen haben, dass wir diese auch weitergeben an andere Menschen. Weil ich sage eins, wer seine Informationen, die er hat, nicht weitergibt, macht sie auf jeden Fall mitschuldig. Und das will keiner. Also sprecht mit den Menschen. Belabert sie nicht, versucht sie nicht zu überzeugen, aber versucht wenigstens mal mit denen ins Gespräch zu kommen. Bringt sie auf Themen. Bringt sie dazu, dass sie selber sich informieren, dass sie selber mal googeln, dass sie selber mal schauen, was in der Welt wirklich los ist. Und ich weiß, es ist nicht einfach, denn ich führe auch Gespräche. Natürlich, vielen Menschen geht es hier noch gut. Aber die Frage ist, wie lange noch? Die Frage ist, wie lange kann Russland, wie lange kann ein Putin noch stillhalten bei dem, was in der Ostukraine passiert? Und wenn er irgendwann, es heißt ja, es gibt schon Pläne,
die Krim wieder zur Ukraine zurückzuführen. Und was das heißt, wisst ihr hoffentlich alle, weil das bedeutet Krieg, weil die Krim gehört wieder zu Russland. Und wenn die Ukrainer jetzt die Krim angreifen, dann greifen sie Russland an. Am 1. September ist der Jahrestag vom Zweiten Weltkrieg. Am 1. September ist der Tag, der Weltfriedenstag. Und wir stehen, ohne Angst machen zu wollen, weil ich sehe dem Ganzen ganz nüchtern entgegen. Wir stehen so nah an einem neuen Krieg, wie eigentlich in den ganzen Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und deswegen ist es wichtig, sprecht die Menschen an, ladet sie hierhin ein, wenn sie nicht mit hier kommen möchten, weil sie halt einfach im Moment noch nicht so weit sind. Und erinnert euch vielleicht an den Gruß aus Halle, dass wir nur der Anfang sind, dass wir nur ein kleiner Keim sind. Und wenn es ernst wird, dann wissen die Menschen wenigstens, wo sie hinkommen können. Aber ladet sie hier ein, ladet sie ein, mal drüber nachzudenken, mal nachzuforschen, mal zu schauen. Und vor allem auch andere Menschen, die heute schon sehr voller Angst sind, gebt denen eine Stütze, seid denen eine Stütze, bringt sie mit hier hin, zeigt ihnen, dass es auch andere Menschen gibt, die sich auch Gedanken machen zu dem ganzen Thema. Und ganz, ganz wichtig, nutzt die Kontakte, die ihr hier macht, nutzt die Kontakte, die ihr vielleicht über Facebook macht, sind ja heute auch nicht alle hier. Vernetzt euch, bringt euch vielleicht ein in den Arbeitsgruppen, da wo ihr Interesse dran habt, da wo ihr Bock drauf habt. Nutzt die Angebote, hier was mitzunehmen oder bringt nächstes Mal selber was mit, was ihr nicht mehr braucht. Und lasst uns anfangen, bei uns eine neue Welt zu schaffen, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Und das beginnt hier im Regionalen. Und dafür stehen wir jeden Montag hier. Und wir werden hier so lange stehen, solange es notwendig ist. Und ich werde hier stehen, und wenn ich der Letzte bin, der hier steht. So, ich sprach jetzt vom Vernetzen. Wir machen jetzt auch nochmal ein kurzes Päuschen. Wir werden noch ein bisschen leise Musik einspielen. Und dann werden wir noch hier die Schweigeminute machen, die wir jede Woche machen. Wozu ich euch alle herzlich einlade. Aber wie gesagt, nutzt einfach jetzt mal ein paar Minuten, um euch auszutauschen miteinander. Und wer vielleicht noch etwas im Anschluss noch sagen möchte, oder gibt es gerade jemanden, der eine Wortmeldung hat, der was erzählen möchte, der was sagen möchte? Haben wir im Moment nicht. Okay, dann machen wir ein kurzes Päuschen mit Musik. Da, ach, Alex. Ja, ich bin in der Arbeitsgruppe für Finanzen mit. Und wir haben uns noch nicht so richtig ich bin mit in der Arbeitsgruppe für Finanzen und Wirtschaft und wir haben uns noch nicht so richtig geeinigt auf einen Termin. Wir haben uns noch nicht richtig zusammengefunden. Wer da Interesse hat, im Anschluss hier an die Mahnwache, einfach hier bleiben, bei mir und bei Kevin. Wir sprechen uns ab, Termin, dass wir so ein bisschen das Finanzsystem hier in Deutschland erarbeiten, besser verstehen, Kritik. Alternativlösungen erarbeiten und so weiter. Ja, das war's schon. Hallo, die Waren, die heute sind, das Fleisch und das ganze Kram ist heute von heute reduzierte Artikel aus dem Supermarkt. Und es sind auch ein paar Bio-Sachen dabei. Bitte bedient euch, nehmt es mit, ich würde es gerne wieder mitnehmen.